Hallo und willkommen zu unserer Retro-Reihe mit Red und Jericho. Ja, heute spielen wir Final Fantasy VI. Genau. Die Adaption quasi, also das Original war ja auf Super Nintendo Entertainment System zu finden. Wir haben jetzt die Adaption, die ehemals irgendwie Mitte 2010, 2005, 2007, ist auf jeden Fall für die PlayStation 1 nochmal rausgekommen. Und das wollen wir heute spielen. Wir gehen natürlich gleich mit dem Intro. Ja, das im Hintergrund noch mit super Grafik damals für das Jahr auch wirklich aufgetaucht ist. Die Videoszenen wurden im Nachhinein mit reingecuttet, wenn ich das sagen darf. Ach so? Ich will das jetzt nicht, ja. Die gab es bei der Originalversion natürlich nicht. Auf Super Nintendo konnte diese Grafik einfach nicht aus der Cartridge quasi A wiedergegeben werden und für den Speicherplatz hat nicht ausgereicht. Das ist also ein Feature, was wir nur auf der PlayStation-Version haben. Das wurde denn nachbearbeitet oder gab es das im Spiel auch? Also im Originalspiel habe ich dieses Video nicht gefunden. Daher, es gibt auch im Laufe des Spiels nachher Cutscenes, die mit reingesetzt worden sind. Okay. Ich denke, das ist komplett neu gemacht. Die haben damals noch das Square Soft, ne? Ja, richtig, ja. Ja. Alles aus der gleichen Schmiede. Also jetzt natürlich Square Enix. Genau. Für viele übrigens auch der beste Final Fantasy Teil mit Teil 7, der mein Liebling ist. Gebe ich ehrlich zu. Könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Ging für viele Zeit halt für viele ging halt diese Zeit mit Final Fantasy zu Ende. Ne, weil die sich doch immer stark weiterentwickelt haben und vielen hat das halt nicht gefallen. Aber wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, sind die auch die Begründer dieses ganzen Steampunks und wenn du das ja auch schon siehst mit diesen ganzen relativ modernen, doch mittelalter spielenden Geschichten. Ja, auf jeden Fall Square, beziehungsweise mit Final Fantasy VII hat dieser Publisher in dem Moment natürlich auch dafür beigetragen. Was vielleicht auch nicht jeder weiß, dass diese japanischen Rollenspiele in Europa anerkannt worden sind. Final Fantasy war das erste kommerziell erfolgreiche Spiel, was es auch hierher geschafft hat. Der siebte. Der siebte, richtig, ja. Hier. Deswegen kam das Spiel auch erst im Nachhinein für die PlayStation für uns in Europa. Das Spiel ist aber 1914 in Japan rausgekommen. 1914? 1994, genau, nicht 1914. Ja, es hätte wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg verhindert, wenn wir uns mit sowas beschäftigt hätten. Und Pearl Harbor wäre auch Geschichte gewesen, die da mehr ins Haus gesessen und gespielt hätten. Ja, mit Captain Planet und mit Captain America zusammen. Die hätten alle an den Tisch gesessen und hätten sich gefreut. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das auch soweit, ich weiß nicht, was du sagen würdest, 3 oder 4 Folgen an. Ja, wir werden mal sehen, wie das mit den Safe-Points zukommt. Ich denke mal, 3 Folgen sind auf jeden Fall realistisch, damit wir uns reingucken können. Wenn ihr natürlich den Wunsch habt, dass wir es weiterspielen oder ihr einfach mal Interesse habt, das Spiel ist sicherlich günstig bei eBay zu finden, vielleicht sogar auch original zu bekommen. Oder auch im ganz normalen PlayStation Store. Natürlich, PSN Store könntest du natürlich auch runterladen. Für einen 10er, was weiß ich. 4,99 glaube ich, oder ja, 6,99, irgendwie so. Ja. Gerade wenn man auf Retro steht und dieses Spiel hat auch stark zur Entwicklung beigetragen zu den Rollenspielen. Es wurde viel übernommen in anderen Spielen von anderen Firmen. Daher sicherlich nochmal eine Nummer, wo man reinschauen kann. Nur trefft euch am Wochenende auf ein Papier oder einen schönen Saft. Setzt euch mit ein paar Kumpels hin, zockt das einfach mal, wenn das war. War das gerade der Joker? Ja, das war der Joker. Das war, ich weiß es nicht. Das ist doch hier schon früher, wenn sie nur das Schokobos oder das Ragnaroks oder. Der Chocobo, ja. Der Metal Chocobo. Der Metal schon, die Musik wurde nachträglich natürlich mit eingespielt. Und dort befinden wir uns im starken Final Fantasy VI. Ich möchte bitte, dass du den japanischen Titel aussprichst, der da gerade oben stand. Der japanische Titel ist sehr stark ähnlich. Hanayachi Fantasia oder so. Ohne Mist. Gut, suchen wir gerne nochmal raus im späteren Verlauf. So, jetzt kommt ein Video, was, denke ich mal, von der originalen Version ist. Ja. Also mit auch der Originalgrafik. Es wurde übrigens noch nicht an der Grafik gedreht. Das Retro-Feeling durchfließt uns gerade. Toll, ich mag diese Grafik. Mit wenig Pixeln viel ausdrücken, das ist für mich Kunst. Ja. Es ist auf jeden Fall, man hat nicht an der Musik gespart. Dam, dam, dam. So, jetzt drücke ich mal das X, damit wir beginnen können. Mit Leveln und Looten. Mit Leveln und Looten, ja. Genau. Worum es jetzt geht, werden wir natürlich feststellen. Ich will euch dazu verraten. Aber die Welt ist in Gefahr. Ja? Ohne Mist, es ist wie in den meisten Fantasy-Teilen, Final Fantasy-Teilen, ihr müsst die Welt retten. Nee. Nur weil sie anders heißt, heißt es nicht, dass sie nicht gleich ein Problem hat. So, wir werden uns einfach mal ersparen. Ja, ich habe Verbot, irgendwelche englischen Texte vorzulesen. Ich höre jetzt auch gerne jede einzelne Folge nochmal. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich fühle mich da auch nicht unter Druck gesetzt, nichts zu tun. Ja. Das wäre schlimmer andersrum. Aber vor 1000 Jahren wurde die Magie verbannt. Ja, die Magie wurde durch Esper in diese Welt gebracht. Die Esper wurden verbannt. Also doch, wie ich schon meinte, Steampunk. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da hast du komplett recht.
Aber mit dem Steampunk würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich denke, dass Shadowrun eher da war. Wo ich auch gerne nochmal hingeben würde, weil ich es auf Steam schon gesehen habe, da bin ich noch in der Vorauswahl, dass man das spielen kann. Oh ja, ich hoffe, es gibt da Multiplayer, dass wir das euch zusammen zeigen können. Wir sprechen natürlich von der Neuauflage, wollen keine Werbung machen, aber es ist Shadowrun's Return. Sieht sehr schick aus schon. Ja. Befindet sich, glaube ich, noch in der Alpha? Ja, man kann es auch noch nicht anspielen. Ja, leider nicht. Schade. Wenn es, sobald es irgendwie Open Beta oder Early Access gibt, versuchen wir das Spiel auf jeden Fall schon mal anzuspielen. So, kann ich gerne mal loslegen? Ja. Okay, es wird noch Geschichte erzählt. Das übrigens jetzt natürlich die Nintendo-Grafik, die Super Nintendo-Grafik. Ist ja nämlich so ein bisschen stark jetzt gerade auch an Final Fantasy 7 jetzt schon, wo, aber aus den Nachgängern nachher, aus dem Film, etwa ein Schild, wo er da auf seinem Ding steht und das da reinrammt, das Schwert in den Fels. Ach, das meinst du? Ach, jetzt kann ich mich auch erinnern, genau. Final Fantasy 6 war das ja mit den. Oh, Biggs und Wedge. Ja, genau. Das ist im ersten Teil, aber okay, das ist ein bisschen. Biggs und Wedge. Die eigentlich immer auftauchen irgendwo, ne? Bis auf jetzt den neuen Teil. Und sogar in Star Wars gibt es die auch. Aber ich glaube, in X13.2 tauchen die nicht mehr auf. Stimmt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob die jedes Mal dabei sind. Eigentlich der in jedem Teil dabei ist, seit dem ersten Teil, das ist unser Flugpionier Sid. Ja? Ja, der kommt in jedem Teil wirklich vor, seit dem ersten Teil. Ich denke, nee, ich glaube, Biggs und Wedge wurden da später eingeführt. Und diese, eigentlich Bahamut kam doch bisher auch überall vor. Zumindest irgendwo als Gegner. Aber über die ersten Teile ist es länger, lange her, dass ich Teil 1, 2, 3 gespielt habe. Wenn ich da aber richtig informiert war, war doch der allererste Teil. Was denn? Das war guck dir die Grafik an. Guck dir die Grafik an, ja. Also für 1914 ist das. Hervorragend. Ist zwar nicht plastisch, aber. Wir wollen ja nicht falsche Gedanken jetzt. Ja, okay. Ein Brenner, aber es war 1994. Aber guck dir das an. Also ich muss sagen, ich war damals auch schon beeindruckt von Squaresoft, was die alles so hingebastelt haben. Ist Terranigma nicht auch von denen gewesen? Terranigma? Für mich auf jeden Fall ein Spiel, was auch sehen, dass es halt reingeht. Was ich auch geliebt habe, du kannst Planet erst komplett neu erfinden mit Tieren und keine Ahnung, Pflanzen, Wasser. Da fällt mir noch das andere ein, Populus, kennst du das noch? The Beginning? Ja. PlayStation? Ja, das kenn ich auch. Das war auch episch. Episch. Wir sollten solche Worte nicht benutzen. Okay, Entschuldigung. Das Ding ist, wenn ihr heute Populus spielt zu Beginning, ihr werdet wahrscheinlich einfach sagen, angekackt sein von der Grafik und vom Spiel und so. Aber damals hatten wir nichts anderes, da war das wirklich schön. Ja? Wir sind ja auch schon 83 Jahre alt. Nein, das sind wir nicht. Zusammen vielleicht, nee, auch nicht. Da müssen glaube ich so ein paar Leute. 1914, da habe ich noch dieses Spiel gespielt, ja? Und nein. Ja. Da kennst du es wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Ich habe da mitgespielt, ich war da ganz links außen. Mann. Echt? Das ist ja krass. Damals sind wir so. Es sollte oben dein Name aufstehen. Ah, da ist er übrigens. Ja, ja, genau, da war Graphic Designer. Yusuke Nomura. Oh. Jetzt hast du es abgebrochen. Ist nicht so schlimm. Es ist übrigens interessant, dass sie das in den Spielen jetzt so eingebracht haben. Damals zumindest, dass die Credits vorher waren. Ja, und dann das haben die auch teilweise nach einem Film wieder übernommen. Dass die Credits einfach zum Anfang kamen, weil die Leute das nachher einfach nicht mehr geguckt haben. Die sind einfach schon aus dem Kino gegangen und nachher wusste keiner, wer das gemacht hat. Weil interessanterweise kannst du die ganzen Spiele auch mit dem RP-Maker auch alle nachbasteln. Das stimmt, 1-1, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mich mal angesetzt, aber mir hat die Zeit bewusst irgendwann gefehlt. Man kann sogar Adventure damit machen. Vielleicht müsstest du sogar mal hin, so ein altes, kultiges Adventure durchzunehmen. Das wäre auch sehr geil. Da kommt die Musik schon. Wahnsinn. Du klickst hier zu schnell, ich weiß gar nicht, was du überhaupt tust. Icebeam! Interessant, dass hier die Magie noch Magitech genannt wurde. Ja, das ist, weil die noch keine Magie haben. Die haben ja diese Anzüge, die für sie kämpfen, sicherlich. Ja, das macht zumindest Sinn. Genau, wir haben schon unseren Active Time Battle lauten. Ne? Also, das heißt, ihr könnt schneller werden und dürft ihr mehr angreifen, beziehungsweise eher angreifen. Und das ist ja auch schon so eine kleine Neuerung gewesen. Ich glaube, es gibt seit Teil 4 oder so. Ja, diese Musik, ne? Da kriegst du schon wieder Gänsehaut. Ja, das ist krass. Mit einer Überblendung. Aber ja, ein guter Schnitt. Ja. Brauchen wir ja nichts mehr machen im Nachhinein. Macht er alles von alleine. Glaube ich. Weiter, können wir rennen? Läufst du überhaupt, oder? Ich kann nicht laufen. Komm gleich mal. Ich glaube, das war jetzt so vom Spiel aus. Ich erinnere mich gerade an die Wunde von Alarmstufe Rot. Ist ja nicht in Wunde von mir sehr übel. Fand ich auch so? Diese selbstgestrickte bei Teil 1 in den Anfangsvideos. Ach so. Raus, weißt du? Mit dem Knopfauge, das so raushing. Habe ich eigentlich auch Heilung? Heal Force. Wir probieren mal aus, wie viel das heilt. Ja, ich würde mal sagen, wenn es mit Heal Force anfängt. Oh, Beam. Das ist, Gab es mehr an? Magic. Gab es denn hier auch schon mal dieses Jobsystem?
Das gab es hier auch schon, ja. Das ist aber allerdings auch schon ziemlich früh reingekommen. Ich glaube, das gab es bei Teil 3 schon. Also du konntest am Anfang bei Teil 1, bei Final Fantasy 1 konnte man ja schon wählen, welchen Job man nimmt. Konnte man sich auch gut vergreifen. Ja. Das ging sehr fix mal in die Hose, da hat man beim ersten Endgegner schon echt Schwierigkeiten gehabt, wenn man nur Warriors genommen hat und nur Krieger. Und hier sind dann Jobs, glaube ich, nicht festgelegt gewesen. Ja, was ich eigentlich schon angenehm fand, wobei es mir irgendwie irritierend vorkam, dass in jedem Fall, wenn sie Teil bis zum X2 eigentlich der Hauptheld immer eine Klingenwaffe hatte. Immer. Okay, in X2 waren das mit den Mädels, ne? Das war mit den Mädels, wo. Ja, das war furchtbar. Juna gespielt hat. Furchtbar interessant, meinte ich natürlich. Die Musik ist schon geil, oder? Krass. Ich bin gerade total fasziniert. Technisch läuft es doch geil an. Gucken wir, dass mal alles aussieht. Ich frage mich oft, habe ich mich auch schon in dem siebten so lange dran gesetzt, man konnte ja diese Fenster auch bearbeiten, ne? Diese Übergänge. Ja, auf jeden Fall. Da das sind Kleinigkeiten und jedes Spiel sah dann trotzdem anders aus. Ja. Krachelschaden. Und die Lebenspunkte noch, ne? 53, 73. Ich glaube, neue Spiele fangen gar nicht auf diesem Minimum an. Ja. Ich habe bei Final Fantasy immer so trainiert, dass ich zum Beispiel bei 1000 Punkte gewesen bin, selbst wenn ich getroffen wurde. Da musste ich mal, dass ich gut bin, weißt du? Das war so eine innere kleine Belohnung. Man hat sich mal selber Ziele gesetzt. Weißt du noch, wie das hier war mit dem, massiven Limit? Also es war ja in 8, soweit ich es weiß, war doch 9099, war auch im siebten Teil. Ja, im siebten war es genauso, ja, richtig. Da brauchst du nachher die Masse an Schlägen, ne? Du brauchst sehr viele Schläge, die so hochfahren. Ich glaube bei Final Fantasy 10 war es das SO von zwei Seiten. Ja, dieses Feature. Es wurde aber irgendwann mal rausgenommen, dieses Feature. Es wurde irgendwann später erst wieder eingesetzt. Das habe ich aber schon mal. Ja, okay, bei Final Fantasy 7. Doch, da gab es das glaube ich auch noch. Bei Final Fantasy 7, aber es ist lange definitiv nicht. Bei 8 definitiv nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also bei 8 bin ich, muss ich sagen, da eher der Experte, weil ich habe das Spiel von vorn bis hinten besuchtet. Ich auch, aber ich kann mich jetzt an die Szene nicht erinnern. Ja, ich glaube, er setzt jetzt auch ungleich, also wenn er angegriffen wird, dass ich auch nicht. Nee, hier raus. Ich halte erstmal alle. Ich halte erstmal alle durch. Die hat er nochmal so sogar. Ah ja, das ist sicherlich die Generäle, die Hauptcharakterin. Und die hat Magie. Den Namen du noch festlegen kannst, dass du in heutigen Rollenspielen auch nicht mehr darfst. Darfst du keinen Namen mehr bestimmen, sondern. Ach, du hast recht. Hat sich umgedreht. Genau. Nein. Zing! Diese Effekte sind ja der Wahnsinn. Ich weiß, das ist geil. Ja, du bist ja eh der Fan, ne? Dieser wenigen Pixel, aber es sieht natürlich auf diesen Fans auch übertrieben geschreckt aus. Ja, du siehst ja auch, dass schon das gestaucht ist. Mal gucken, wie es auf der Aufnahme aussieht. Das müssen wir mal sehen, aber ich denke, dass man das trotzdem so hochstellen kann. Vielleicht kann ich den Bildausschnitt noch ein bisschen anpassen. Ja, das dass natürlich alles mitgeht. Es soll aber natürlich nicht verpixelt werden. Wir spielen jetzt gerade auf einem gigantösen Fernseher. Wie hat er 46 Zoll? 47. 47 Zoll, okay. Von daher sieht alles ein bisschen schreck aus und mich stört das nicht unbedingt. Ich hätte vielleicht mal die alte Röhre auspacken sollen. Ja. Pack die Röhre aus. Ich pack die Röhre aus. Das ist mein dickes Ding. Weiter geht's im Schneedorf. Okay, es wird jetzt aber bis auf jetzt das Intro noch nicht viel gesagt jetzt direkt, ne? Okay. Hey, wir sind in den Kampfanzügen unterwegs, wir gehören wahrscheinlich zu in einer Garde. Aber schön, dass sie trotzdem so halbwegs nackt da in diesem Anzug rumrennt, im Schnee. Das ist ein bisschen gemein. Achso, das ist bestimmt meine Fantasie. Was hier auch sehr stark angeregt wurde, ne? Also hier war noch wirklich. In deinem Kopf haben sich diese Bilder anders entwickelt. Wenn du dich da an diese Spiele erinnerst, glaubst du immer an eine sehr starke, gute Grafik. So geht's mir ziemlich. Wenn ich mich jetzt an Final Fantasy 7 und 8 jetzt erinnere, was wir nachher ja auch nochmal wieder durchspielen, oder wie an Gothic 1, da habe ich eigentlich die Gedanken, dass die extrem gut sind. Ja, ich hatte halt irgendwie Angst, nochmal Gothic reinzulegen, weil ich habe nur positive Erinnerungen, wirklich. Auch wenn es am Anfang konnten schwer wäre. Also wirklich war, ja, und ist häufig gestorben. Dann denke ich trotz alledem noch gerne daran zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es heute aus? Nur vielleicht ist das Spiel dann wirklich so unansehnlich, dass es einfach nicht rüberkommt, dass du es dann einfach wegpackst und sagst. Wobei ich muss sagen, Gothic hat mir nie von der Grafik so zugesagt, sondern immer eher von der Story, weil dieses wirklich freie Rumrennen, die Lage aussuchen, das war der Hammer. Genauso wie bei Final Fantasy 8 fand ich, war noch mehr Freiheit, ne? Weil du konntest auch einfach nur in der Ecke stehen und Karten spielen. Ja, das war sehr auch sehr lustig, dieses Kartenspiel. Sehr voll, wie viel Zeit man da angesteckt hat. Das ist ähnlich wie mit diesem Blitzball. Weißt du, wo dann Leute erzählen, ja, ich habe gestern einfach nicht weitergespielt, ich habe 4 Stunden lang Blitzball gespielt, bin in der Liga aufgestiegen. Ja, wollte ich gerade sagen, hast du Turniere gemacht. Wahnsinn, warum nicht? Auch das muss ein Spiel bieten. Das Spiel im Spiel ist beliebter als das Spiel. Aber Final Fantasy 7 kam auch mit dem Schokobo-Rennen, was auch sehr, sehr suchtintensiv war, weil du dein eigenes Tier gezüchtet hast. Das war auch sehr interessant, ja, dass man dann über die ganze Welt quasi gehen konnte. Sich bestimmte Arten musste man ja finden. Einen grünen davon, einen blauen davon, hat er den gelben ergeben, der gelbe und der rote, irgendwann gab es den schwarzen. Und dann der goldene nachher, der konnte ja fliegen. Da
damit hat man ja die beste Substanz bekommen. Mit deiner Tafel ohne. Aber wir schweifen komplett ab, wir beschäftigen uns gerade mit Final Fantasy 6. Und ich habe einen glitzernden Dingsbums gefunden. Here we go! Mir fällt gerade ein, dadurch, dass wieder Esper gesagt wurde. Ah, ein Savepoint ist das. Ja, bitte. Was waren die Esper hier? Esper waren hier diese magischen Wesen, ne? Ja, die können wir dann rufen. Aber die wurden in 7, 8 und 9 auch nochmal wieder aufgegriffen. Und in 10 auch sogar nochmal. Bei Teil 8 war es ja die Guardian Forces. Naja, da hast du aber die Esper trotzdem gehabt, das war diese Hexenform, waren die Esper. Und auch nochmal eine Stadt dort. Haben wir jetzt gespeichert? Guck doch einfach mal rein. Geh doch einfach nochmal da zurück, lieber Red. Ja. Guck doch einfach mal, wir haben noch die Zeit. Ich würde auch sagen, das ist erstmal zumindest für die erste Folge auch ein guter Eintritt. Da machst du einfach nochmal einen Kampf und dann guckst du gleich nochmal, ob du dort speichern kannst. Hast du deine? What? Was ist das? Das ist Repo Man. Okay, Repo Man. Okay, wir wollen jetzt keine Bezüge auf Filme nehmen. Kann aber durchaus sein. Das hatte ich von wann ist denn Repo Man? Ich habe dieses noch nie gesehen, diesen Film. Und eine Werrat. Hey. Eine Werratte. Ja, aber krass. Ich habe Angst vor dir. Werratten ist creeper. Aber Repo Man war doch so ein Film mit irgendwelchen Körperteilen, ne? Ja. Und der ist schon erlebt hat. War das nicht der? Ja, das war doch so ein Gruselfilm. Der glaubst du da unter den 100 Besten. Ich habe den noch nie gesehen. Bestimmter Kritiker. Hast du den schon gesehen? Nein, leider nicht. Ich habe bloß eine Rezession gelesen. Das traue ich heutzutage. Ne? Man liest mir im Internet, dass es nochmal rausgeht und Film guckt. Rausgeht? Ja. Und mal Filme nachspielt oder so. Genau. Das haben wir noch nie gemacht. Können wir auch gerne machen. Können auch gerne mal Spiele nachspielen. Ja, Final Fantasy in 30 Sekunden. So, ich denke, man muss hier ins Menü rein. Typische Rollenspielmanier. Du gehst ins Menü rein? Damals, meinst du? Die damals, noch früher? Übrigens, was bei Final Fantasy mich damals auch irritiert hat, dass die Haupttaste nicht X war, sondern Kreis. Da hast du vollkommen recht. Geh mal dann im Speicherhauslot. Eins. Free Block Kreis. Und dabei habe ich in meiner PlayStation 3 gar keinen alten Slot eingelegt. Wahnsinn. Ey, das macht ja automatisch. Egal, wo ist krass, ja, die Memory Card hast du ja direkt ins CD-Laufwerk gesteckt. Mindestens. Hat irgendwas gehakt, aber dann hat's gepasst. Ich hab's auf USB runtergefallen. Episode 1 haben wir damit. Ich denke, in Episode 2 geht's dann knallhart weiter. Das ist toll, gerade auch dann. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sinnieren über die ganzen alten Spiele und werden da mal hin und her rennen lassen. Das ist bestimmt gut für die Oberschenkelmuskeln. Auf jeden Fall für den Roboter. Klasse. Sie, wie läuft hier nackig rum? Sie meinst du? Nackig. Hast du die immer nackig ist? Wir sagen auf jeden Fall erstmal soweit. Ja. Ladies and Gentlemen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und see ya. See ya.